Hä? Okay, das scheint ein Bug zu sein. B. Fully powered. Gut. Left. Board Vehicle. Ta-ta-da. Und er fährt. Herzlich willkommen zurück zu Osiris New Dawn. Da kommt wieder was runter. Ich höre jedenfalls den Krach, oder ist das die Lüftung? Nee, das ist die Lüftung. Oh, hier ist es noch etwas dunkel, aber wenn ich hier reingehe, geht automatisch das Licht an. Perfekt, das läuft schon mal. Ja, heute habe ich eine ganze Menge vor. Hauptsächlich geht es ums Craften und natürlich auch ums Ausstatten meiner Basis hier. So, mein Bett steht auf jeden Fall schon. Was ich auf jeden Fall noch brauche, sind Schränke und Möglichkeiten, überhaupt hier was zu speichern. Der Oxygenator, der läuft auf jeden Fall. Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, mein Sauerstoffvorrat wird hier automatisch aufgetankt, wenn ich mich hier aufhalte. Wie sieht denn das mit den Temperaturen aus? Hier drin. Ich könnte noch eine Heizung einbauen. Was? Minus 36 Grad. Bisschen arg kalt, finde ich. Okay. Ich schaue mal. Nein, falsche Taste. Was ich denn so alles herstellen kann. Appliances. So, was ich auf jeden Fall brauche, sind große Speichermöglichkeiten. Hier so ein Storage Locker, den hätte ich auf jeden Fall gerne. Gummi habe ich reichlich auf der Tasche. Ich brauche noch Stahl. Und da bin ich mal gespannt, wie viel hier überhaupt reinpasst. Water Reclaimer. Net Climate Controller, den hätten wir auch gerne. Der sorgt dafür, dass es dann hier ein bisschen kuscheliger wird. Aber der scheint ziemlich aufwendig zu sein. Nichts, was wir nicht hätten oder nicht schaffen könnten, aber... Und eine Küche. Zwei Power Cells. Oh. Fabricator. Chemistry Table. Also alles, was ich draußen habe, kann ich im Grunde genommen auch einbauen. Ich fange erstmal mit dem Storage Locker an. Vielleicht gleich zwei. Ich brauche auf jeden Fall Stahl. Stahl habe ich draußen. Dann werden wir hier mal rausgehen müssen. Oh, hier gibt es keinen Druckausgleich. Interessant. Wo habe ich den geparkt? Da hinten. Es wird auf jeden Fall Tag. Das heißt, ich kann meine Batterie sparen. So, gucken wir erstmal, wie es denn mit... Oh, Stahl haben wir reichlich. Ja, nehmen wir gleich was mit. Oh, nicht in Kaktus laufen. Und dann will ich mir mal angucken, wie das mit diesen Aufbewahrungsschränken, Storage Locker, Airlock Interface. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die auch hier einfach in diese Nischen einbauen kann. Wäre natürlich cool. Fangen wir mal an. Nein. Dazu werde ich wahrscheinlich das Ding brauchen. So. Und dann wollen wir mal einen Storage Locker craften. Appliances, Storage Locker. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Confirm. Und los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ja. Das gefällt mir. Nein. Und? Ist das jetzt nur einer oder sind das zwei? Probieren wir es mal aus. Halt. Hier packen wir mal was rein. Was habe ich denn so viel auf der Tasche?
Fuel Cells zum Beispiel. Ich packe mal hier 10 Fuel Cells rein. Ah, immer die falsche Taste hier. Okay. Und hier. Nee, leider nur einer. Dann tendiere ich doch dazu, gleich zwei zu bauen. Take two. Okay, dann. Ich habe genug Material auf der Tasche. Sauerstoff. Ja, confirm. Und build. So. Storage Locker is at full health. Das hört sich schon mal gut an. Da müssen wir auch noch bei, aber hier könnte ich theoretisch auch noch einen reinbauen. Die Frage ist, was will ich denn noch alles? Ach ja, und ich muss mich noch um Sprit kümmern für den Rover. Das steht ja auch noch an. Kein Problem, ich habe hier einen leeren Container, die sind alle mit Wasserstoff gefüllt. Ich packe trotzdem vielleicht schon mal ein bisschen was aus der Tasche. Eine Waffe, die braucht Pistol Small and Light. Ne, Moment, ich habe hier zwei. So viele Pistolen brauchen wir gar nicht. Das ist Assault Rifle Magazine, das ist Blaster Cell. Blaster Cells. Da haben wir viel. Wieso stecken die nicht? Steck die doch mal richtig hier. Ist das ein Blaster? Fires Charge Blast. Dann wäre es ja ein Blaster. Okay, ich mache mal Folgendes. Ich werde mal hier noch Wasser reinpacken. Das habe ich auch so viel auf der Tasche. Propellant Tank, Oxygen Tanks. Was brauche ich denn nicht so dringend? Hier die Emergency Rations. Die können auch raus. Die Batterie. Die behalte ich mal lieber auf der Tasche. Sicher ist sicher. Und ich habe ja so unglaublich viel Scrap Metal. Den Scrap Metal Stack, der kommt hier rein. Oh, ich werde immer leichter. Hurra! So, ich sortiere erstmal um, aber ich kann mittlerweile ja auch schleppen wie ein Lastesel. Gut. Dann werde ich mich mal an die nächste Aufgabe wenden. Oh, das Wetter wird schon wieder schlecht. Jogging, Jogging. Denn ich brauche ja so Chemtech. Da wollen wir mal bei. Fluorescein, Hydrazin brauche ich. Hydrazin, dazu brauche ich Wasserstoff, Hydrogen haben wir. Nitrogen brauchen wir, also Stickstoff. Stickstoff ist auch in der Nähe. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch, hier habe ich noch mal eine leere. Na, jetzt hat er das umsortiert. Nein, will ich gar nicht. Probieren. Machen wir gleich Nägel mit Köpfen. Ich werde mir hier nochmal so ein Ding reparieren. Ich glaube, das kann ich hier machen. Barrel. Ach, da brauche ich Scrap Metal. Was für eine Überraschung. Ich guck mal hier rein, da ist doch auch alles drin, was man braucht. Und noch mehr. Das sortiere ich mal um. Assault Rifle Magazine. Das ist eine Assault Rifle. Was für ein Magazin brauche ich denn für die Pistole? Ist da irgendwelche Informationen? Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Pistol. Fires a charge blast. Requires ammo maintenance.
Ja, which one? Keine Ahnung. Den Schlauch nehmen wir hier schon mal raus. Die Sachen könnte ich eigentlich auch schon mal alle rausnehmen. Es wird langsam Zeit, dass ich da schon mal anfange zu sammeln. Habe ich hier auf jeden Fall zum Craften erstmal Platz. Cloth Bundle. Kann auch schon mal raus. Ha! Da haben wir wieder Platz geschaffen. Crude Pipe. Die können wir auch in die großen Container packen. Ein zusätzliches Messer auch. Und ja, das brauche ich ja sowieso, um das Fass zu reparieren. So, wo waren die Fässer? Da. Dann repariere ich nochmal ein Fass. Reicht das? Ich würde mal sagen, das reicht erstmal. Dann kann ich die defekten Fässer hier reinbacken. Packen. So, Wasser haben wir kiloweise. Aber ich glaube, Wasser brauche ich auch, um das Hydrazin herzustellen. Also insofern gar nicht mal schlecht. Das Leder. Das Survival-Tool, das kann auch rein. Ich versuche jetzt erstmal ein bisschen Platz zu schaffen. Jogging. Temperature high schon wieder. Ja, die Temperaturanzeige, die verwirrt mich sowieso immer mal so ein bisschen. Und so, hier kommen die ganzen Crafting-Sachen rein. 100, 100. Hier können wir die Pipes reinpacken. Hier können wir auch das Messer reinpacken. In den zweiten, da packe ich mal die ganzen Pflanzsachen rein. So. Den Stoff, den können wir auch hier reinpacken. Das kann auch weg. Okay, empty. Da müsste ich jetzt ja eigentlich zwei von haben. Ach, ich habe ihn wieder nicht rausgenommen. Naja, egal. Zumindest die Taschen sind einigermaßen leer. Und ich kann jetzt. Achso, es geht automatisch zu. Halt. Da muss ich hin. Und dafür habe ich hier in meinen alten Kisten war endlich wieder ein bisschen Platz. Ja, das Ding wollte ich haben. Das ist irgendwie doof gelöst hier. So. Hier habe ich noch Sauerstoff. Für alle Fälle auch noch hier. Die können alle rein ins Habitat. Das können wir erstmal wegpacken. Wasser habe ich hier auch noch reichlich. Ich habe überall Wasser. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Du raus. Du schon mal rein. Und dann werde ich mal gucken. Ich meine nämlich hier zwischen den Bäumen hat es eine, ups, eine Stickstoffquelle gegeben. Da kann ich Stickstoff abzapfen. Genau, im Bloodleaf Forest. Blutblätter. Ja, die sind rot. Passt. So, und da raucht schon was. Ich meine, das wäre Stickstoff gewesen. Nitrogen. Passend. So. Fünf. Dann zapfen wir mal ein bisschen. Nitrogen. Danke. Und da hatte ich irgendwo noch eine leere. Und noch eine. Ja, eins nach dem anderen. So. Die werden wir natürlich dann auch noch befüllen. Schön, dass wir alles in der Nähe haben. Das ist ganz praktisch. Okay, wir können die Hydrazinproduktion starten. Und dann haben wir bald auch netten Brummer. Ich hoffe, dass der auch einen schönen Kofferraum hat. Beziehungsweise der hat ja hinten eigentlich so eine Art Laderaum.
Da müsste ich eine ganze Menge mitschleppen können. Okay, fein cool. Was? So heiß ist das. Ach, hier sehe ich das ja nicht mehr. Hier muss ich gucken. Environment Temperature 7,7 Grad. Und das findet er heiß. Ich scheine von einem Frostplaneten zu stammen, habe ich das Gefühl. Okay. Was brauchte ich denn alles, um dieses Hydrazin herzustellen? Also hier kann ich Salzsäure herstellen. Fluor. Oh, das wäre Flusssäure. Also richtig was Ätzendes. Aber Fluor weiß ich ja auch, wo man das sammeln kann. PCX, keine Ahnung. Aber Hydrazin, das ist das, was wir brauchen. Da brauche ich noch einen Glascontainer mit Wasser. Habe ich sowas nicht auf der Tasche? Ach, ich brauche nur einen Glascontainer. Ohne Wasser. Kann das sein? Moment, ich habe doch so viel, wo nicht allzu viel drin war. Ja, hier, die sind auch relativ voll. Ich will jetzt das kostbare Wasser nicht aber wegkippen. Blöd. Kann man die umfüllen? Nee. Empty out, drink, equip, drop. Also wenn ich jetzt hier diese Container befüllen könnte, also ja, das ist doof. Habe ich nicht irgendwo mal einen Container, der fast leer ist? Den können wir da mal leeren. Hier 36, sowas. Ich pack die mal um. So. Dann trinke ich noch was. Oh, ich muss dringend was essen, sehe ich gerade. Drink. Empty out. Jetzt habe ich Wasser verkippt. Ist vielleicht auch nicht so clever. Ich bin mir nicht sicher. Auf der anderen Seite, ich kann mich ja hier eigentlich ganz gut ernähren. Irgendwas wollte ich doch dringend loswerden. Das macht gut satt. Das Zeug macht auch gut satt, aber auch krank. Egal, da essen wir mal einen von. Und das gibt schon einen ziemlichen Schub. Und der macht mich ein bisschen heiler, gesunder. Hier, eat. Und damit bin ich schon wieder satt. Und wenn ich jetzt nochmal ein Horsebrack esse, bin ich auch fast wieder gesund. Easy. Gut, dann gucke ich mal, ob ich Glascontainer Hydrazin. Dann macht er wahrscheinlich jetzt nur einen. Okay, ich habe wirklich viel Wasser. Ich nehme mal das ganze Wasser raus, dass ich das mal zentral am besten. Zack. Ah. Vielleicht auch mal ein bisschen sortieren. Das ist alles tierisches Zeug, was ich hier habe. Das kann auch rein. Und hier unten habe ich noch ein paar Mineralien. So. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Leder. Das habe ich aber, glaube ich, schon gefertigt. Ich lasse es mal trotzdem hier drin. Das sind alles tierische Sachen. Alien Hide, Crab Shell. Nee, Tungsten. Ha. So, das sind jetzt aber alles tierische Sachen. Alien Insect Parts, Crab Meat, Crab Antenna, Alien Tissue. Oh, das Wetter wird schon wieder ekelhaft. Hier packe ich mal gerade den Stahl weg.
Das ist auch schon wieder voll alles. Ich werde noch einige von diesen Lockern brauchen. Das sehe ich auf jeden Fall schon. Mechanized Spanner. Botanic Kit. Shears. Ja. Viel zu tun, wie das aussieht. Wirklich viel zu tun. Crude Metal Axe Head. Okay. Ey. Mach mal ein bisschen Licht hier. Das ist ja schlimm. Machete. Eine Schaufel. Eine Schaufel haben wir ja. Bevel. Kann ich keine Glastanks herstellen? Vielleicht beim Printer. Mal gucken. Auch nicht. Da kann ich Landmines. Hier gibt es eine Menge, die ich craften kann, nur immer nie das, was ich brauche. Hier vielleicht. Computerscreen. Ehrlich. Irgendwo muss ich doch... Glas. Glascontainer, da ist er ja. Also zwei Glas und zwei Aluminium. Okay, nö, dann starte ich doch lieber eine eigene Fertigung. Hier habe ich noch reichlich Wasser. Das Ding ist voll. Wenn ich wüsste, wie ich das umfüllen könnte, das wäre sehr cool. Equip. Vielleicht, wenn ich damit was machen kann. Kann ich Regen aufsammeln? Oh, nee, jetzt habe ich nur getrunken. Rechte Maustaste? Passiert gar nichts. Okay. Was soll's? Habe ich hier alle rausgenommen? Hier habe ich alle rausgenommen. Da habe ich alle rausgenommen. Hier sind auch noch welche drin. Wie viel habe ich denn davon? Also sehr viele jedenfalls. Erstmal weg damit. Wenn ich jetzt neue Container habe, dann muss ich die auch ausnutzen. Rein da. Wo habe ich denn da angefangen? Hier nicht. Wo habe ich denn... Wo ist denn das ganze Grünzeug abgeblieben? Hä? Oh nein! Jetzt... Ich bin verwirrt. Die sind doch doppelt. Die nicht, aber die ja. Okay. Gut, packen wir hier das Wasser rein. Noch mehr Wasser. Einen behalte ich mal auf der Tasche. Das heißt, da kann ich hier 51, das reicht. Also Wasser habe ich wirklich jetzt kiloweise. Alien Tissue, das kann auch hier rein. Default, damit wir ein bisschen sortiert sind. Stickstoff, Wasserstoff. Hier habe ich noch einen leeren Tank. Und dann brauche ich im Grunde genommen nur noch leere Glasbehälter. Und die kann ich ja dann auch herstellen. Tür zu, Tür auf, raus. Jetzt wird es schon wieder kalt, weil es dunkel wird. Wahrscheinlich habe ich hier auch noch was. Ich gucke mal gerade hier ins Inventar. Nochmal Wasser. Nehmen wir einen schon mal raus. Hier habe ich auch noch zwei leere. Okay. Diese blöde Pistole, brauche ich die da drin? Nein, ich... Ah, falsche Taste. Die kann auch raus.
So, wieder ein Slot frei. Wasser und Wasserstoff habe ich hier drin. Wasserstoff als Notration zum Tanken. Zwei leere Container, falls ich mal wieder was aufsammeln will. Passt. Halt. Ich wollte erst noch neue Gläser machen, wollte ich sagen. Dazu brauche ich Glas und Aluminium. Aluminium müsste irgendwo sein. Ach, hier diese Krabbenteile. Raus hier. Damit ich hier mal ein bisschen Überblick habe. Habe ich auch noch Krabbenteile, aber sicher doch. Raus da. Installiert Aluminium. Ist schon wieder ein bisschen knapp. Also, naja, ein bisschen knapp ist übertrieben. Wo habe ich Glas? Wahrscheinlich schon hier in vorgefertigter Form. Jawohl. Okay, denn muss doch mal Licht machen. Ich hätte gerne Glascontainer. Eins. Nehmen wir mal zwei. So, Aluminium kann weg. Ich glaube, Glas packe ich auch mal hier rein, damit es da drüben ein bisschen leerer aussieht. Die ganzen Waffen und so. Die könnte ich auch alle reinpacken. Machen wir es erstmal so. Dieses ganze Viehzeug hier. Kann ich hier mit rein? Keine Ahnung, was ich damit wirklich noch anfangen kann. Aber vielleicht findet sich das ja noch. So. Ach, hier habe ich noch so eine blöde Waffe. Ich habe so viel von diesen Waffen, die alle in ziemlich miserablem Zustand sind. Die vielleicht nicht. Weil hier die schlechten Waffen, die können auf jeden Fall hier drin bleiben. Raus da. Flare. Die blinkt auch rot. Ist die nicht in Ordnung oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Okay. So, das Wetter wird hier immer schlechter. Und ich meine das ausnahmsweise nicht im Spiel, sondern im Real Life. Also falls hier etwas Donner ankommt über dieses Mikro, das ist ausnahmsweise mal im Real Life. So, was kann ich wegpacken? Die ganzen Waffen. Moment, dann lasse ich die. Es wird unübersichtlich. Es wird wirklich unübersichtlich. So. Zang. Waffen kommen, werden jetzt hier gesammelt. Eine habe ich auf der Tasche. Das reicht auch. Ich vermute mal hier die Assault Rifle. Blaster Cell. Ich bin mir nicht sicher, welche Munition ich brauche. Default. Hier wird schon wieder umsortiert. Die Sachen können auch dann raus. Jetzt habe ich schon wieder zwei Wasser hier auf der Tasche. Nee. Halt. Da ist Wasser. Zang, weg damit. Einmal Wasser reicht. Da komme ich ziemlich lange mit klar. So, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einige Slots im Inventar frei. Und drüben sieht es dann auch besser aus. Was? Jetzt habe ich noch wieder Wasser auf der Hand. Weg. Okay, jetzt aber. Mach zu. Achso. Geht ja automatisch.
An manche Sachen muss man immer denken und andere Sachen gehen automatisch. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, was denn was ist. So. Ich hätte gerne noch Hydro. Ich habe die Glascontainer wieder nicht rausgenommen. Scroll. Empty. Empty. So. Chemstation. Noch ein. Hydrazin. Und noch ein. Diesmal aber aus der Tasche nehmen. So, jetzt habe ich hier reichlich leere Container. Die kann ich dann auch mal irgendwo sammeln, wo ich sowieso viel Platz habe. Irgendwo hier zum Beispiel. Da habe ich viel Platz. Container raus, Container raus, Container raus. Jetzt habe ich hier viel Stickstoff noch auf der Tasche. Da habe ich gar nicht so viel von verbraucht. Sortiere mir das mal. So, jetzt habe ich einen leeren Container. Einmal Wasserstoff für Notfälle, einmal Wasser. Sieht gut aus. Dann kann ich hier diese Sachen auch aus der Tasche räumen. Die werde ich auch so schnell nicht brauchen. Hoffe ich jedenfalls. Wir sortieren nochmal um. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Okay. Es ist zwar Nacht. Schlafe ich gerade eine Runde? Wie spät ist denn das? Uhr. Seoul 51. Minus 34 Grad. Und 2.36 Uhr. Die Temperatur steigt schon wieder. Das heißt also, es ist früher Morgen. Also die tiefsten Temperaturen, die haben wir schon wieder hinter uns gebracht. Ich denke, ich düse jetzt mal zum Rover auf der anderen Seite. Wenn ich den Rover fahre, muss ich den Buggy da stehen lassen. Ich gehe zu Fuß. Es dauert jetzt zwar ein bisschen, aber Licht kann ich, glaube ich, schon mal wieder ausmachen. Es wird ja Tag. Der Rover wird angezeigt. Die ungefähre Richtung wissen wir ja. Und dann habe ich auch keine Probleme hier mit Steilhängen, wo der Buggy nicht hochkommt. Es wird wieder windig. Das Ding, das hängt hier immer noch so. Leider kann ich hier gar nichts mehr mitmachen. Schön wäre, wenn hier irgendwas in Klammern respawned wäre. Kann ich da wirklich nichts mitmachen? Ich das einfach abbauen könnte. Das ist ja nur ein Schandfleck hier. Ja, geht nicht. So, Red Sea's Edge. Ich muss zum Rover. Rover, Rover, Rover. Die Richtung. Ach ja, genau. Das ist Eisen. Das müsste auch Eisen sein. Was sagt meine Gesundheit und so? Das sieht alles gut aus. Hoch, runter, hoch, runter. Da hätte ich ökonomischer laufen können. Aber die Landschaft ist schon interessant. Hier ist noch so viel Eisen. Lonstalit habe ich ja genug. Aber Stahlproduktion steht momentan auch nicht an. Eine Kiste. Eine Kiste, die ich... Und da ist auch so viel Zeug drin, was ich schon kiloweise habe. Egal. Ich nehme es mal mit. Bis zum nächsten Mal ist da wieder was gespawnt. Vielleicht ist da demnächst dann mal was Besseres drin, wer weiß. So, jetzt bin ich auf den Rover aber wirklich gespannt, wie der sich wohl so fährt und vor allen Dingen, wie geländegängig der ist.
Hallo, oh, da ist er ja schon. Das ging ja schneller als gedacht. Hades Hive, genau. Gibt es hier irgendwas, was ich sammeln kann? Titanium. Aluminium könnte ich mal wieder brauchen. Titan habe ich reichlich. Da soll es nicht dran scheitern. Das sind wieder meine Freunde. Ist mir dann auch egal. So, Rover. Open Inventory. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß das ist. Ja, ich hab's. Ich wusste es doch. Na, komm her. Krieg's ein auf. Mach mir nicht meinen Rover kaputt. Verflixt noch eins. Diese blöden Viecher. Wo ist der zweite? Hallo? Skelly? Das kann doch nicht sein, dass das nur einer war. Das glaube ich ja im Leben nicht. Oh, hier ist schon wieder was nachgespawnt. Das geht sowas von fix hier. Oh ja. Natürlich alles immer der gleiche Kram. Plastik ist natürlich gut. Jetzt bin ich gleich schon wieder voll. Aber ich kann den Rover dann ja auch bestücken. Sobald ich mich mit dem Rover beschäftige, kann ich mich reinsetzen? Ja. So, B. Refuel Vehicle with Hydrogen. Requires. Ach so, das muss ich wahrscheinlich auf der Tasche nehmen. Okay. So, jetzt aber. Na, B. Fully powered. Und ich habe immer noch 100%. Hä? Okay, da scheint ein Bug zu sein. B. Fully powered. Gut. Left. Board Vehicle. Tada. Und er fährt. Hey, Rover. Sehr geil. Okay, dann kann ich aber hier mal ein bisschen was einlagern. Schade, geht Shift-Click eigentlich? Das habe ich... Ja, geht. Bestens. So. Jetzt können wir mal ein bisschen optimierter looten. Nice. Okay. Dann gib mir deine Kisten. Take all. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Die Kisten sollte ich hier immer schön stehen lassen. Wow. Ach, das war die, die ich sowieso vollgepackt hatte. Take all. Ich habe ja das in eine Kiste gesammelt. Take all. Und leer. Und hier müssten auch noch so ein paar Pflanzsachen drin gewesen sein. Das nehme ich jetzt natürlich auch mit. Hier haben wir schon wieder Wasser. Kriege ich das? Das müsste ich auch alles mitkriegen. Jawohl. Take all. Take all. Take all. Und? Oh. Nee, noch eine Kiste. Es geht nicht. Es geht nicht anders. Zack. Und nochmal eine Pistole. Von denen habe ich jetzt wirklich auch genug. Die sollte ich vielleicht mal an den Viechern ausprobieren. Auf Stichwort, warte, ich will doch nur an die meine Waffe. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich damit ballern kann. Ein Schuss, ein Treffer. Da will ich mich mal nicht beklagen. Ich wusste gar nicht, dass der so Pickel am... Hintern hat.
Naja. Aber hier Alien halt. Ja. Ich kriege immer nur den gleichen Kram raus. Ich dachte, da käme vielleicht mal was anderes Interessantes mal rum. Nicht der Fall. Erstmal lagern wir hier wieder was ein. Ne, Moment, das war mein normales Wasser, ne? Oder auch nicht. Aber das mit dem Hydrazin, das irritiert mich schon. Ich dachte, ich hätte das Ding jetzt vollgetankt, aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Und hier passt endlich auch mal ein bisschen was rein. So. Das heißt, jetzt habe ich es natürlich... Das nicht mehr? Das geht nicht mit Shift-Click. Oh, okay. Oder doch. Leicht verwirrt. So, das hat er wenigstens ordentlich sortiert. Default. Der Laderaum ist voll. Wir können abdampfen. Denke ich mal, ne? Gibt es hier noch was, was ich gebrauchen kann? Okay, das war hier, glaube ich, Chlor. Grün. Also falls ich Salzsäure brauche, weiß ich, wo ich Chlor finde. Large Leaf Plant, Cactuid, Fern Tree Berry. Moment. Da muss ich, glaube ich, das hier nehmen. Hast du? Ich dachte, ich krieg... Doch, da kommen sie doch. Ich glaube, von denen habe ich nicht allzu viel. Die brauche ich ja auch zum Craften. Jedenfalls für ganz grundlegende Dinge. Ja. Ja, danke. Gut, dass die diese Beeren nicht vergammeln. No more viable resources to harvest. Okay. Gut, dann werde ich mal gucken, wie geländegängig das Ding ist. Rover. Bordvehikel. Und ab geht's. Hut Habitat Buggy. Kommt der hier die Berge hoch? Oh ja, der ist viel besser. Der ist... Au! Na, der ist ganz schön geländegängig. Nice. Ja, Buggy, du warst sehr hilfreich, aber ich glaube, du hast ausgedient. Wenn ich das so sehe hier. Der Rover war eine gute Idee. Der fährt überall rüber. Sogar hier. Ja, cool. Das gefällt mir. Health Power. Also Power hat er auch. Und vor allen Dingen, ich habe gar nichts verbraucht. Ich hätte gar nicht so viel Hydrazin machen brauchen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er da hochkommt. Das ist richtig... Wow! Ein Hoch auf den Rover. Unglaublich. Der ist ja... Der ist wirklich extrem gut. Naja, der hat auch viel Reifen. Donnerwetter, nee. Der kennt aber auch keine Gnade hier. Der ist... Bestens. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine kleine Hütte hier nicht kaputt fahre. Hallo, Buggy. Oh, das ist aber ein Unterschied. Kriege ich noch eine Garage oder so? Okay. Na? Ich wollte gerade sagen, du hast doch einen Rückwärtsgang. Geht doch. So. Ist das cool? Das ist cool. Ja, prima.
Gut, jetzt muss ich eigentlich nur noch meine Taschen leeren und dann muss ich mir mal was überlegen, was ich als nächstes in Angriff nehme. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen hier weiter bauen. Also so ein Heizungsmodul, also so ein Klimamodul wäre nicht schlecht. Und eventuell auch schon mal so ein paar Crafting-Möglichkeiten, die ich direkt einbaue. Und als nächstes würde ich auch gerne mal das Biodom dann bestücken. Da weiß ich natürlich noch gar nicht, wie das geht. Da werde ich erstmal ganz vorsichtig rangehen, denn ich weiß ja, dass viele Sachen dann doch relativ komplex sind. Aber das mache ich jetzt in der nächsten Folge. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und langsam freunde ich mich wirklich mit diesem Spiel an, wo ich so die ersten schwierigen Schritte gemeistert habe. Das ist also wirklich nicht ohne. Also die Komplexität ist echt heftig. Hier habe ich auch noch Waffen. Die kann ich auch. Das kann auch alles rein. Zack. Noch so eine Knarre. So, Mineralien auf jeden Fall immer hier einlagern. Und den Rest habe ich sowieso im Rover. Meine Diamanten vorkommen. Hey. Sehr schön. Kann hier noch was rein? Alienheit. Das habe ich sowieso doppelt und dreifach. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich jederzeit über ein Like. Auch erstmal nochmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps, die ich von euch bekommen habe. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Osiris New Dawn. Macht's gut. Tschüss.